Hallo zusammen, mein Name ist Zacharias Reinhardt von agensasbrothers.de und willkommen zu einem neuen Blender 2.5 Tipp Video. Ich verwende hier die Version Blender 2.58a von blender.org und in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man aus Blender eine Videodatei rendern kann. Das heißt, ich werde euch nicht zeigen, wie man eine Videodatei direkt rausrendert, sondern wie man eine Bildersequenz rausrendert und die dann in eine Videodatei umwandelt. Ich habe hier mal eine ganz einfache Szene mit so einem Auto, was sich kurz bewegt, 90 Bilder lang. Und das werden wir jetzt rausrendern und dann in ein Video umwandeln. Okay, erstmal gehen wir hier zu unseren Render-Einstellungen. Bilder pro Sekunde stellen wir 25 ein. Start- und Endzeitpunkt unserer Szene. Unsere Animation geht so lang, also lasse ich das nur bis Bild 90. Die Auflösung mache ich mal 25%, damit das jetzt hier nicht so lange rendert. Anti-Aliasing auf 5. Das ist jetzt nur, damit wir das mal als Vorschau rendern können. Shading machen wir Shadow, Raytrace. So ein paar Einstellungen aus, damit das dann schneller rendert. So, und wenn ihr das Ganze jetzt als Video ausgeben würdet, würdet ihr hier unten bei Output gehen und hier raufklicken und dann seht ihr Movie, okay? Hier haben wir jetzt einige Videoformate. Das Problem ist, wenn ihr etwas als Video direkt aus Blender rendert, dann könnt ihr das Ganze nicht unterbrechen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier AVI oder MPEG oder irgendwas auswählt und das dann rendert und Blender dann zwischendurch mal abstürzt oder ihr das pausieren müsst oder euer Computer muss neu starten, irgendwas, dann heißt das, die Datei ist kaputt und ihr könnt das Ganze nochmal von vorne rendern. Wenn ihr das Ganze jetzt allerdings als Bildersequenz abspeichert, dann habt ihr einen Ordner voller Bilder und ihr könnt jederzeit unterbrechen und bei einem bestimmten Bild weiter rendern. Die Bildersequenz könnt ihr zum Beispiel in Programmen wie Adobe Premiere oder After Effects öffnen, gleich als Video selber. Wenn ihr das als Video nochmal umwandeln wollt, könnt ihr das auch in diesem Programm machen. Das geht aber auch hier direkt in Blender und das möchte ich euch jetzt hier zeigen. Wenn ihr das Ganze als Vorschau rendern wollt, dann wählt einfach JPEG aus, denn JPEG ist ein Format, wo die Qualität ein bisschen verloren geht, wo ein paar Daten verloren gehen. Wenn ihr das dann als endgültige Sequenz rendern wollt, dann wählt einfach PNG, denn das ist ein Format, wo nichts verloren geht. Wir wählen jetzt einfach mal PNG aus. Hier bei RGB oder RGBA könnt ihr auswählen, ob das Ganze einen Alpha-Kanal haben soll oder nicht. Ich lasse RGB selber. Stell die Kompression mal auf 100. Ich weiß nicht, ob das bei PNG überhaupt erforderlich ist. Dann wähle ich jetzt einen Ausgabeordner. Das nenne ich mal Animation. Da gehen wir rein. Und das nennen wir mal Auto, Ani und einen Strich und Accept. Jetzt haben wir eingestellt, was Blender hier rendern soll. Und jetzt drücken wir einfach mal auf Animate. Wir sehen, das ist jetzt eine ganz niedrige Auflösung, nur ein Viertel von dieser Auflösung hier, aber das ist okay. Ich öffne mal den Ordner und wir sehen jetzt, während Blender rendert, entstehen jetzt hier diese Bilddateien. Wenn ich hier durchschalte, dann sehen wir, wird die Animation abgespielt. Es wird jetzt Stück für Stück gerendert. Ihr könnt jedes einzelne Bild jetzt auch extra als Stillframe verwenden sozusagen, wenn ihr Screenshot oder sowas haben wollt. Wir können das dann aber auch alles als Animation verwenden. Wir lassen Blender jetzt mal kurz fertig rendern und dann geht's weiter. Nur mal als Beispiel. Aus irgendeinem Grund muss ich jetzt den Computer mal neu starten und ich mache jetzt Pause und drücke Escape. Dann wird das Ganze unterbrochen. So, und wenn ich jetzt mal in unseren Ordner gucke, sehe ich, oh, wir haben nur bis Bild 38 gerendert. Wir wollen das Ganze jetzt aber weiter rendern und das ist überhaupt kein Problem. Ihr startet dann einfach die Szene neu oder habt sie jetzt offen und dann geben wir hier Bild 39 ein, denn Bild 38 ist unser letztes fertiges Bild und dann rendern wir einfach ab Bild 39 weiter und drücken hier auf Animate und dann geht das Ganze schon weiter. So, ich überspringe mal kurz die Renderzeit. Okay, wir haben jetzt das Ganze fertig gerendert. Wir sehen, wir haben jetzt hier 90 Bilddateien und da das eine sehr niedrige Auflösung ist, ist die Bildgröße jetzt auch nicht so groß. Wenn ihr in einer hohen Auflösung rendert und viele Farben im Bild selber sind, dann kann die
Bildgröße auch schon um einiges größer werden. Wenn ihr das jetzt nur in Vorschau rendern wollt oder in nicht so einem großen Format, dann wählt einfach JPEG aus und stellt die Kompression auf 100%. Okay, jetzt wollen wir das Ganze in eine Videodatei umwandeln. Wie gesagt, wenn ihr After Effects, Premiere oder ähnliches verwendet, könnt ihr das Ganze auch gleich als Bildersequenz reinladen. Und um das jetzt hier in ein Video umzuwandeln, wechseln wir hier oben in den Video Editing Bereich. Hier haben wir unseren Graph Editor, den können wir mal ausblenden, indem wir hier auf diese Ecke drücken, das rüberziehen. Und jetzt gehen wir hier unten auf Add Image, wählen uns unser Animationsordner aus, drücken A, um alle Bilder auszuwählen, und Add Image Strip klicken wir hier an. Jetzt haben wir hier so einen Streifen, den können wir anfassen mit der rechten Maustaste und verschieben. Und da oben sehen wir schon das Video selber. So, wir gehen jetzt hier mal zu Bild 0. Hier stelle ich mal Bild 1 ein. Dann schieben wir das hier rüber. Und das Ende ist schon auf Bild 90 gestellt. So lang geht auch hier oben unsere Sequenz. Wenn das hier zum Beispiel auf 100 gestellt ist, dann sehen wir, geht das hier oben auch länger. Das könnt ihr also hier unten anpassen. Genau, auf Bild 90 muss das. Okay. Wenn wir hier Fit Preview in Window einstellen, dann zoomt das so weit ran, dass wir das hier im Vollbild haben. Okay, wir sehen, das ist jetzt unsere ganze Animation zusammengefügt aus der Bildersequenz. Wenn wir das jetzt rendern wollen, gehen wir hier oben nochmal in die Default-Ansicht und wählen hier unten bei Output jetzt eins der Videoformate aus. Ich wähle einfach mal H.264 aus, denn das ist, soweit ich weiß, derzeit der Codec, der das am besten umwandelt und am kleinsten ist. Jetzt gibt es hier viele Einstellungen. Audio haben wir jetzt kein, da brauchen wir nichts einstellen. Format wählen wir mal QuickTime aus. QuickTime ist immer ganz gut. Und hier lassen wir mal H264. Die Bitrate könnt ihr hochstellen. Je höher das ist, desto mehr Speicherplatz müsst ihr das verbrauchen und desto besser wird dann aber auch die Qualität. Okay. Wichtig ist auch, dass hier Sequencer aktiviert ist, damit er das auch als Rendervorgang nimmt. Und dann gehen wir nochmal zu Output und wählen uns hier nochmal einen Ort. Ich wähle das jetzt mal in denselben Ordner, Auto Ani Video. So. Und dann drücken wir einfach auf Animate. Und das war's schon. Jetzt hat er das Ganze nicht gerendert, sondern aus unserem Video Editor hier hinten verwendet. Okay, das war's eigentlich schon. Jetzt öffnen wir mal unseren Ordner. Und hier haben wir jetzt ganz unten eine Videodatei. Die können wir zum Beispiel mit dem VLC-Player abspielen. Das ist ein kostenloser Player. Und wenn ich das jetzt hier mal groß mache, hier haben wir jetzt unsere fertige Videoanimation. Wir sehen, die Auflösung ist nicht perfekt, also könnt ihr auch die Bitrate ein bisschen höher stellen. Das Video ist extrem klein, nur 272 Kilobyte. Da könnt ihr die Bitrate und die Auflösung auf jeden Fall höher stellen. Gut, ich hatte viele Anfragen gekriegt, wie sowas funktioniert, wie man eine Bildersequenz umwandeln kann. Und das habe ich euch jetzt hier in diesem Video gezeigt. Ihr könnt natürlich bei den Ausgabeeinstellungen, bei Encoding und hier bei dem Videoformat auch ganz andere auswählen, je nachdem, was ihr möchtet. QuickTime und H.264 ist auf jeden Fall sehr gut. Und ja, das war es mit diesem kleinen Tippvideo. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns, besucht unseren Kanal oder unsere Webseite oder besucht uns auf Facebook. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns in einem unserer nächsten Tutorials oder Tippvideos wieder. Bis dahin.